Sie planen den Neubau oder die Erweiterung einer Produktion? Sehr gut! Mit Bilfinger haben Sie einen professionellen Partner an Ihrer Seite, der Ihre komplette Anlage plant, fertigt, montiert und später auch wartet. Doch was genau heißt das, die komplette Anlage? Und was passiert eigentlich in den einzelnen Produktionsschritten? Das beantworten wir Ihnen in den nächsten 4 Minuten und begeben uns auf eine Reise durch eine beispielhafte Arzneimittelproduktion. Ein sehr wichtiger Bestandteil der Arzneimittelherstellung ist Wasser. Ohne Wasser geht gar nichts. Doch damit das Wasser für die Herstellung von Medikamenten genutzt werden kann, muss es noch viel sauberer werden als Trinkwasser. Dafür wird es in mehreren Schritten gereinigt. Das nun reine Wasser landet dann in einem Lager- und Verteilsystem, wo es permanent im Kreis, einem sogenannten Loop, gepumpt wird. Für einige Anwendungszwecke, zum Beispiel Injektionslösungen, ist das Wasser allerdings immer noch nicht rein genug. Deswegen wird es durch Destillation zu sogenanntem Wasser für Injektionszwecke. Jetzt kann die Produktion des Wirkstoffs beginnen. In einem Medienansatz wird aus dem WFI und anderen Substanzen die Nährstofflösung angesetzt. Dabei werden die Wachstumsbedingungen für die Kulturen optimal eingestellt. Dann dürfen die Kulturen wachsen und gedeihen. Das können Sie am besten, wenn Sie sich so richtig wohlfühlen. Dafür benötigen Sie vor allem den optimalen pH-Wert und jede Menge Sauerstoff. Wird es den Kulturen im ersten Bioreaktor zu eng, ziehen Sie alle in einen größeren um. Und dann in einen noch größeren. Doch leider ist es mit dem schönen Leben für die Kulturen bald vorbei. Denn auf dem Höhepunkt des Wohlbefindens werden sie geerntet, damit der Wirkstoff aus ihnen gewonnen werden kann. Das geschieht in mehreren aufwendigen Verfahrensschritten. Doch die Mühe lohnt sich. Als Ergebnis liegt der reine Wirkstoff vor. Da ein Arzneimittel selten nur aus dem reinen Wirkstoff besteht, wird er jetzt zum Beispiel wieder mit Kochsalzlösung verdünnt. Jetzt haben wir das fertige Arzneimittel, das einem Patienten verabreicht werden kann. Diese Mischung wird sicherheitshalber nochmal durch einen Sterilfilter gereinigt und dann in Behältern gelagert, wo sie auf ihre Abfüllung wartet. Bilfinger stellt sicher, dass die Produktionsanlage nahtlos mit ihrer Abfüllung verbunden werden kann. So können Sie das Medikament direkt in Spritzen, Ampullen oder jegliche andere Gebinde abfüllen. Auf dem Weg bis hierhin haben wir eine Menge Dreck hinterlassen. Der kann natürlich nicht in der Anlage verbleiben. Deswegen wird die Anlage nun zuerst mit einer Zippreinigung gesäubert, dann mit Dampf sterilisiert und abschließend mit heißer Luft getrocknet. Das Abwasser wird gesammelt und gegebenenfalls chemisch neutralisiert oder thermisch desinfiziert, sodass es dem kommunalen Abwasser zugeführt werden kann. Alle Flüssigkeiten, die zur Reinigung und während der Produktion benötigt werden, werden in Behältern gelagert und von dort aus an die Produktions- und Nebenanlagen verteilt. Einer Sache haben wir bis jetzt noch gar keine Beachtung geschenkt. Und das trifft leider auch oft im realen Leben zu. Die Prozessverrohrung einer solchen Anlage ist mindestens genauso wichtig wie die einzelnen Prozessanlagen. Und bei so einer gesamten Produktion sind das viele Rohrleitungen. Richtig viele Rohrleitungen. Die werden von Bilfinger zusammen mit den anderen Bestandteilen der Anlage optimal aufeinander abgestimmt. Sehen Sie, das alles bietet Ihnen Bilfinger aus einer Hand. Von der Planung über die Inbetriebnahme und Qualifizierung bis zur späteren Wartung. Die Bilfinger Projektmanager begleiten Ihr Vorhaben vom Start bis zum Abschluss und gewährleisten, dass selbst sehr umfangreiche Anlagen termin-, qualitäts- und kostenoptimal errichtet werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für Ihre Produktion sind, wissen Sie jetzt, an wen Sie sich wenden können. Bilfinger.